Bounty, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Endlosspiel von Anno 1701. Die zweite Season kann beginnen mit eurem Blue Bounty von Bounty. Und zwar hat das Endlosspiel Season 1, ich wusste gar nicht, dass ich irgendwann mal eine Season 2 machen würde. Aber das Ding ist, dass die Season 1, das erste Video, 420 Aufrufe hat und das beliebteste Video ist auf unserem Kanal. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe in der ersten Season nur 3 Videos gemacht über das Endlosspiel, weil ich das damals auch schon mit Shadowplay aufgenommen habe. Mittlerweile kann ich es wieder mit Shadowplay aufnehmen, aber da ist mir dann irgendwie ein Fauxpas passiert. Daher war diese Season nur ganz, ganz kurz und ich hoffe, wir starten in eine zweite Season, ein Endlosspiel, was wirklich dann endlos scheint. Ja, ich rede nicht groß drumrum, ich hoffe, dass diese zweite Season auch so gut besucht ist wie die erste Season. Natürlich mit mehreren Videos, ist klar, sofern mir da natürlich nichts im in den Weg kommt. Wir gehen auf Einzelspieler. Ich würde sehr, sehr gerne auch mal Multiplayer spielen. Wenn jemand Bock hat, einfach mal auf den TS kommen. Der ist in der Kanalinfo drin. Dann können wir das arrangieren. So. Wir wollen ein Endlosspiel. Wir machen da wieder Benutzer definiert. Inselwelt ist natürlich groß. Und ich stelle mir mal nebenbei einen Wecker. So ganz heimlich, weißt du? Warte. So. Ja, das sieht doch gut aus. So, Inselschwierigkeit nehmen wir auf normal. Kartenbeschaffenheit, große Inseln. Wir wollen ja was richtig Schönes bauen. Rohstoffvorkommen viel. Start mit Kontur, das möchte ich vermeiden. Aufgedeckte Karte. Ja. Ich will die beste Insel. So, dann, wen nehmen wir denn? Wir nehmen mal den da, wir nehmen mal... Ach, die haben mich letztens so aufgeregt. Welchen hatten wir denn noch nicht? Die beiden Vögel, ne? So, Pirat kommt raus und letztens hatten wir die Chinesen rausgenommen, ne? Gute Frage. Ich glaube, die Königin, die kann mich mal. Ich denke mal, das sieht gut aus. Startkapital, viel Baukosten, Rückerstattung, voller Preis. Natürlich, Piraten ist nicht. Händleraufträge, Ehrengäste, Pest und Feuer. Katastrophen, das ist sowas wie ein Wirbelsturm oder ein Erdbeben. Und das macht die ganze Insel kaputt. Und das wollen wir ja nicht. So, größtes Vermögen. Wir hauen mal alles rein. Letzter Überlebende natürlich nicht. Wir starten in ein Endlosspiel. Liebe Freunde, in die zweite Season. Ich freue mich. Ich hoffe natürlich, dass dann genauso gut besucht ist, wie natürlich die erste Season. Was ich ja schon zu Beginn gesagt habe. Und wir sehen hier gleich neben uns ist eine große Insel. Gleich mal gucken, was wir hier haben. 4x Eisen. Ich sehe da schon, wir haben da unendlich Lehmvorkommen. Haben wir auch unendlich Eisen? Wäre geil, wenn das hier schon angezeigt werden könnte. Was es aber nicht tut. Tut. So. Was ist denn hier das zweite? Also Marmor hätten wir auch unendlich. Aber kein Eisen. Ich möchte eigentlich mein Hauptziel eigentlich auf Eisen legen. Nicht in Eisen legen. Hahaha. Sondern, ne? Hier hätten wir sogar noch Walfett. Gleich mal gucken, ob das vielleicht eine Insel wäre. Unendlich Lehm. Pass mal auf, mein Schiffchen. Du kannst mal hier nach oben segeln.
Also hier, wie viel haben wir denn? Wir haben drei. Hier haben wir eine. Eine Erzmine. Eine Erzmine. Hier und da. Aber alle nicht unendlich. Aber wir haben unendlich Lehm. Wo ist denn das Marmorvorkommen? Hier auch unendlich. Also Lehm und Marmor unendlich. Wir haben eine schöne große Insel, wo wir hier die Stadt aufbauen können auf der Fläche. Also ein bisschen kleiner als die hier. Hätten wir auch Marmor und Lehm. Hätten wir sogar vier, hätten wir aber einfach kein Fett. Sozusagen. Aber hier hätten wir auch mehr Platz als hier Eure hinten. Stämme könnten miteinander Handel treiben. Ja, Der ganz gerne. göttliche Geist ist mit uns. Ich stelle den Typen gleich mal lauter. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen. Das sieht auch schön aus hier. Haben wir mal wieder eine Scheißkarte erwischt. So, wo bleibt unser Schiffgen? Schiffgen. Hier ist unser Schiffgen. So. Ja, ich denke mal, wir werden hier unsere Hauptinsel ansiedeln. Ist ja nicht so wie bei City Skylines, dass man da genügend Platz hat. Alter, geht das auch ein bisschen schneller? Warte mal, das war mit Plus und Minus. Hey, nein, 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 nein. Meine Insel. Verpiss dich. Ja. Das hier ist aber nicht zufriedenstellend. Hau ab. Wer ist das? Wer ist gelb? Wer ist gelb? Ich will wissen, wer gelb ist. Moment. Aha, Winfried van Schallert. Wollte der hier meine Insel wegklauen? Der Saftarsch. So. Muss ich mich aber ein bisschen wieder reinfuchsen hier. Obwohl ich das ja schon sehr, sehr oft gespielt habe in meiner Kindheit. Auch früher. Also. Denke mal, so ist das ganz okay. Dann nehmen wir aber den Weg ganz rundherum. Rundherum. Ihr seid bestellt, das Kaiserreich mit Waren zu beliefern. Ich bin auserwählt, das Kaiserreich mit Waren zu Ich habe die beliefern. Erlaubnis, euch einen Handelsvertrag Amin Sahir, mit dir doch immer. entgegenzukommen, ist zu unser Amin Beifall. Sahir, der Beste hier. Das reibt sich. So, pass mal auf. Sound. Das war, was war denn das nochmal? Umgebungs? Nein. Nachrichten? Okay, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Nicht, dass hier nur meine Stimme zu hören ist. Ach du Scheiße. Ja. Wir sind wieder bei den Soundeinstellungen. Man merkt es schon wieder. Ich denke mal, das ist the real deal. Und ja, so. Dann bauen wir erstmal ein Dorfzentrum. Kann ich das drehen? Wie war das nochmal? Wir kommen am Punkt, ne? Nee. Ah, ich hab das Spiel vermisst. Ich hab das Spiel vermisst. Oh, und jetzt muss ich natürlich noch was in den Einstellungen machen. Und zwar Optionen Interface war das. Und zwar Einzelbauen nehmen wir mal raus. Das ermöglicht mir nämlich, dass ich hier nicht immer ins Inventar greifen muss und was Neues rausholen. Sondern ich kann jetzt einfach nach und nach bauen. So, die Wege ziehe ich übrigens Die zwischendurch. Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt.
Falls Feuer ausbricht, kann das nicht übergreifen über den Weg drüber. Das heißt, nur so ein Sechserblock würde dann abbrennen, sozusagen. So. Okay, Steuern ist okay. Können wir sogar in den gelben Bereich gehen. Obwohl, die Leute ziehen noch ein, ne? Hier sieht man. Die Leute ziehen noch ein. Das ist meistens nur im hellgrünen und grünen Bereich so, dass die einziehen. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag. Ja, jetzt kommen die ganzen Meldungen am Anfang. Und wenn die eingezogen sind, dann kannst du die Steuerschraube bis an die orange Grenze ziehen, aber nicht in das Orangene rein. Und dann nimmst du richtig viel ein. Wenn du dann neue Bürger hinsetzt oder die Häuser upgradest, was man später dann kann, wenn man Siedler freigeschaltet hat. Das ist die nächste Völkerstufe sozusagen. Dann muss man wieder auf hellgrün, damit auch wieder die Leute einziehen. Hier sieht man Pioniere in diesem Wohnhaus. Pfeil nach oben heißt, die ziehen gerade ein. Und diese Zahl, die verfügbaren Plätze, die werden dann später immer größer. Also bei den Siedlern sind es, glaube ich, 13 von 13 Leute, die da rein passen. Die da reinplatzen. What the fuck? Ja, guck an. Wolle. Wir machen Kleider. Das streichen wir erstmal, bis wir mal. Bis wir mal da so ein bisschen was auf Lager haben. So. Ich denke mal. Das sieht ganz gut aus so. Dann machen wir hier unten nochmal ein. Ich glaube, ich baue erstmal die Häuser hin, damit ich weiß, wo ich den Weg ziehen muss. Geht jetzt halt so ein bisschen durchs Gemüse. Beim Holzfäller, aber dann machen wir hier und hier. Das ist optimieren. 25 Goldmünzen. Dann pflanzt er wieder neue Bäume an. Und dann ist die Produktionsqualität oder Effizienz oder wie das heißt, keine Ahnung. Wie hieß denn das nochmal? Ach ja, ja, die Produktion ist dann wieder auf 100%. Ganz einfach. Schafe. Wo bauen wir denn Schafe hin? Hier haben wir Eisen. Hier wird sicher nichts mit Schafen geschehen. Ich denke mal, können hier so, an der Klippe hier. Ja, ich denke. Und zwar werden wir erstmal noch eine Webstube hinsetzen. Und zwar hier. Und dann gleich nochmal so ein Markthaus. So, damit wir hier wieder weiter bauen können. Ja, weißt du Bescheid. So. Was ich jetzt natürlich noch machen werde, ist. Hier. Und zwar, wir werden was einkaufen. Das rote ist einkaufen, Werkzeuge. Und zwar, unser Lagerbestand ist 18 Tonnen. Haben wir noch. Jetzt diese Zahl, die ich hier unten einstelle, mit diesem Regler, hier, heißt. Angestrebte Warenmenge. Und zwar die gewünschte Warenmenge, die dann im Lager drin ist. Das heißt, ich möchte maximal 30 Tonnen haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Händler mir 30 Tonnen verkauft, sondern er verkauft mir genau 12. 12 Tonnen. Weil 12 plus 18 gibt 30. Das ist der angestrebte Warenbestand. Na, könnt ihr mir folgen? Ich hoffe. Ich hoffe, das war ein Erfolg, ein guter Tipp für euch. So, das heißt, wenn er mir Werkzeuge verkaufen kommt, der freie Händler, dann sollten hier 40 stehen. Weil das ist die angestrebte Warenmenge. So. Das sind also nicht 40 Tonnen plus die 18, sondern ne, das, was im Endeffekt dann drin ist. Ihr versteht mich schon. So. Dann kommen wir zu einem weiteren Tipp, und zwar, man hat so Produktionsketten, und zwar erstmal eine
eine Rohstoffproduktion, also ein Gebäude, was die Rohstoffe sammelt, wie zum Beispiel Eisen. Das ist dann die Erzmine, die das Eisen sammelt. Wir haben die Schaffarm, die die Wolle sammelt. Und dann haben wir natürlich, wie bei der Erzmine, eine Schmelze, die das Ganze weiterverarbeitet. Bei solchen Produktionsketten ist es immer wichtig, dass ihr zwei Rohstofffarmgebäude habt und eine Verarbeitung. Also immer zwei, die Farm und einer, der es verarbeitet. So schöpft ihr hier die 100% aus. Das ist bei jedem Gebäude so. Habt ihr zwei Webstuben, baut vier Schafsfarmen. Also immer das Doppelte von der Endproduktion. Ne? So, dann gucken wir mal, dass wir hier wieder ein paar mehr Leute reinbekommen. Jetzt können wir natürlich hier rumbauen. Ah, hier aber noch nicht. Ich glaube, wir bauen hier erstmal wieder den 6er-Block. So. Und hier. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wo machen wir die Kirche hin? Die hatte ich nämlich hier unten. Das heißt für mich, wir reißen erstmal wieder zwei Gebäude ab. Setzen hier dann die Kirche rein. Und zwar hier. Und dann ziehen wir da noch einen Weg hin. Och, ich liebe die Musik einfach. Es ist herrlich. Mal gucken, wo ist denn Amin Zahir? Ah. Als Botschafter des Maharaja bin ich erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Und jetzt hört euch mal die Mucke an. Din, 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 din. Yeah. Oh, eine indische Gottheit. Lasst uns Liebe machen. Im Tempel des Kaisers. Oh, Mann. So. Ich möchte auch so eine Mucke bei unserer Insel. Was ich schade finde, was vielleicht so eine Sache wäre, ist, dass man die Spieleentwickler hätten echt das machen können. Und jetzt kommt nämlich meine Idee, dass man dann, wenn man so ein Endlosspiel startet, dass man auswählen kann, ob man eher indisch baut, ob man chinesisch bauen möchte. Und dass dann die Häuser, wie zum Beispiel eine Kirche oder so ein indischer Palast oder hier so eine Inderbäckerei, damit das Ganze hier angepasst wird. Also auf die Texturen. Aber vom Spielverhältnis gleich ist, dass zum Beispiel der Hafen so mehr indischer aussieht, falls ich jetzt beim Endlosspiel die indische Bauweise ausgewählt hätte. So. Ziehen hier noch Leute ein. Nein, 8 von 8, 8 von 8. Dann können wir die Steuerschraube anziehen und jetzt gehen wir ins Plus. Das ist so der ganze Trick. Also naja, wir gehen noch nicht ganz so ins Plus, aber wir sind auf dem guten Weg dahin. So, der Händler kommt, pass auf. Die Fahrt zu euch hat sich bezahlt. Naja, der Händler, der kann dir auch weniger verkaufen, das stimmt. Er kann dir aber nicht mehr verkaufen. Ne? Das ist das. Er verkauft dir jetzt nicht irgendwie 40... Das wäre ein bisschen zu viel. Puh, war das doch kein Scheiß, was ich erzählt habe. So. Kleider. Vier Stoffe. Stoffe, Stoffe, Stoffe. Nein, machen wir natürlich noch nicht auf. Das ist natürlich noch die Frage, wie sieht es mit Nahrung aus? Hier sieht man jetzt an den Pfeilen, ob die Nahrung steigt, also der Warenbestand beziehungsweise der Warenbestand steigt oder sinkt. Hier sieht man noch über den Handel, eine Handelsbilanz, zum Beispiel, weil wir ja noch nichts verkaufen, haben wir auch kein Plus. Wir haben ja jetzt Werkzeuge gekauft, das hat uns
minus 588 Taler oder keine Ahnung, wie hier die Währung ist, gekostet. Wenn man hier draufklickt, dann sieht man noch das ganze Budget, was man einnimmt, die Steuereinnahmen, Schiffskosten, Gebäudekosten und Militärkosten. Ja, die Gebäude haben Unterhaltskosten sozusagen. So. Ah, der erste Händeauftrag. Ja. Ach, Treibgut, ja. Und ich weiß noch, aus der ersten Season haben wir diese... So, Armin Sahir. Es freut mich, euch zu sehen. Bei dir kaufe ich noch ein paar Ziegelsteine ein. Keine Ahnung warum. Aber Handeln... Handel treibt einen höher. Zum Beispiel, wenn ich den anklicke, desto mehr ich handle, desto einen höheren Spielerruf habe ich bei Armin Sahir. Da dazu sage ich aber später mehr. Weil ich ja jetzt erstmal... Das war bei der Insel... was holen muss. So, jetzt haben wir die 26 Steine und damit habe ich nämlich was vor. Und zwar möchte ich damit eine Insel ergattern. Und zwar haben wir hier, pass mal auf, wir haben unendlich Gold. Wir haben unendlich Diamanten. Wir haben unendlich Eisen. Und wir haben zwei Lehm. Alter, die Insel hier unten... Die gehört mir. Was war das? Winfried van Schaller und Tetonka schließen einen Handelsvertrag. Ja. Schön. Schön für die beiden. So, das heißt, ich muss gucken, dass ich genügend Holz und Werkzeuge habe. Das heißt, wir bauen momentan noch nichts. Wir ergattern uns erstmal die Insel. Das wäre auch noch so eine. Da hätten wir auch unendlich Gold, unendlich, und wir hätten sogar noch unendlich Lehm und sie wäre wesentlich kleiner. Das heißt, wir hätten sie schneller eingenommen. Das ist unser Chef, ne? Und wir hätten natürlich noch Kakao. Und Zuckerrohr. Aha. Hochinteressant. Was hätten wir hier? Hier hätten wir sogar noch Tabak. Oh, und Getreide. Haben wir auf unserer Insel Hopfen? Ja. Das heißt für uns, dass die Insel mit Zuckerrohr, weil das Zuckerrohr brennt man rum, schon mal wegfällt. Weil wir hier eins mehr haben und auch Kakao. Also heißt das, die Insel, die werden wir uns noch holen. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe erreicht. Da ist wohl einer ziemlich schnell unterwegs. Was brauchen wir denn für die nächste Zivilisationsstufe? Steht da schon was? Hier, Pionier, Pipapo. Hier war das, glaube ich. Siedler, Anzahl Bewohner dieser Zivilisationsstufe. Nein, steht noch nichts. Ach, und hier, Ausbauen automatisch verboten. Weil sonst nehmen die auch wieder die ganzen... Wollt ihr schon ausbauen? Die ganzen Rohstoffe nehmen die weg. Wollt ihr denn schon ausbauen? Ach, bei Kleider, Stoffe fehlen noch. Natürlich, 13 Tonnen auf Lager. Ich denke mal, das können wir mal freischalten. Wo bleibt unser Schiffgen? Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe erreicht. Ja, schön. So, go, 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 go. Ich will immer WASD drücken, weil ich das von Cities Skylines so gewöhnt bin. Ah, ihr habt meinen Auftrag bereits ja, und ich hätte ganz gerne Werkzeuge. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Danke. Ihr mir auch. Vielleicht werde ich eure Dienste auch einmal in Anspruch nehmen. Gut so. Jeder fängt einmal klein an. Ah. Die haben schon ein bisschen Achtung von mir. Vor mir. Nicht von mir, vor mir. Aller Achtung. Sie sind ein guter Händler. Oh ja, das bin ich.
So. Ich denke mal, sowas liegt noch drin. Dass wir sowas noch hinstellen. So, dann können wir da den Weg weiterziehen. Und dann hier dazwischen. Dazwischen. Ach. Genau. So wollte ich das. Jo, voilà. Habe ich jetzt einzeln bauen wieder drin? Ist mich verarschen? Nein. Okay, dann ist das beim Weg sowieso anders. Hier, abholen, Holz. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Spiel, in die Kommentare. Bei diesem Spiel ist es so, dass ich überhaupt keine Tipps brauche. Also, naja, wäre nicht schlecht. Ne? Man hat ja nie ausgelernt, auch bei Spielen. Aber ich weiß schon ziemlich viel über das Spiel hier. Auch geil, wie sie aussieht, Alter. Die Insel, die holen wir uns. Na los. Wo bleibt mein Schiff? Ich spule gerade mal ein bisschen vor. Na, wo bleibt mein Schiffchen? Schiffgen. Herr Schiffgen. Just kidding. So. Na, wo bleibt denn das kleine Schiffchen? Na. Ein Schmied füllt die Werkzeugvorräte in ihrer Siedlung. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was, oder? Das ist doch was. Das ist doch was! Auf jeden Fall, Kollege Schnürschuh. Wir sollten vielleicht. Wir sollten vielleicht von hier kommen. Weil nämlich alles, was ich mit Markthäusern einbeziehe in dem Umkreis. Kann kein anderer reinbauen. Außer er baut das ab. Und zwar mit den Soldaten. Er greift mich an, baut das ab, zerstört mir das, dann kann er da sein Warenhaus hinknallen. Aber da wir ja relativ friedliche Leute hier auf der Insel haben, werden wir auch nicht Krieg haben. Vielleicht werden wir irgendwann mal noch einen Krieg haben. Keine Ahnung. Das Spiel ist ja endlos. Endlos. Komm, Alter. Ich glaube, bei dem baue ich gleich mal eine Rakete ein. Dann flitzt er weg. Hierhin sollst du. Hierhin. Hierhin sollst du. Hierhin. Hierhin sollst du. So. Dann nehmen wir nämlich Gold schon mal ein. Und... wegen den vielen Rohstoffen nehmen wir gleich mal noch Diamanten ein. Wir nehmen... das kann ich jetzt nicht da. Weil da mein zweiter Bildschirm ist. Ich hab ganz vergessen. Dann nehmen wir hier nochmal das Gold und das Lehm ein. Dann... natürlich hier und... hier. Hier und... hier. Ach, und da hinten. Kann von mir aus einer bauen. Aber wir haben jetzt die ganze Insel erstmal für uns beansprucht. War natürlich ein teures Unterfangen. So. Dann zurück zur Hauptinsel. So. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier erstmal... okay. So. Da bauen wir jetzt noch mal ein paar Leute rein. Wunderschön. Und hier natürlich auch noch einen Weg. So. Und dann auf der Seite natürlich wieder spiegelverkehrt
So. Und dann hier wieder ein Viererblöckchen. Ich finde die Mucke so entspannend und einfach das ganze Spiel ist so, keine Ahnung. So, man fühlt sich einfach geborgen. So, liebe Freunde. Ich denke mal, das war's von der ersten Aufnahmesession hier von Anno 1701. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.